Einen schönen guten Tag. In diesem Video werden wir uns eine Neuerung in der Version 3.7.9.1.8 anschauen, die für all diejenigen unter Ihnen interessant ist, die Datensicherungen zum Beispiel vom Laden ins Büro transportieren müssen oder wollen oder es tun. So, bisher war es ja so, Sie haben in Wabi Profil eine Datensicherung gemacht, ja. Dann haben Sie die Datensicherung natürlich erstellt und diese Datensicherung, die Sie dann in den Ordner Backup wiedergefunden haben, ja, haben Sie dann kopiert, Rechtsklick, kopieren und dann auf ein beliebiges Medium, sprich USB-Stick zum Beispiel, kopiert. Diese Möglichkeit steht Ihnen natürlich nach wie vor zur Verfügung. Okay. Aber es geht auch ein kleines bisschen komfortabler. Dazu möchten wir Ihnen die Dropbox ans Herz legen. Die Dropbox, einfach mal bei Google Dropbox kostenlos eingeben, stellt Ihnen ca. 2 GB kostenlosen Online-Speicher zur Verfügung, den Sie nutzen können. Okay? 2 GB ist Punkt 1 jede Menge und Punkt 2, dadurch, dass es auch kostenlos ist, ist es schon eine tolle Geschichte. Was müssen Sie dafür tun, damit Sie das nutzen können? So, oder mal andersrum, was ist die Dropbox eigentlich? Sie erstellen eine Datensicherung in Wabi Profi 3. Wenn Sie die Dropbox natürlich installiert haben und in den Systemeinstellungen in Wabi Profi 3 in der Karteikarte Verschiedenes das Dropbox-Verzeichnis angegeben haben, passiert Folgendes. Dann wird eine Datensicherung, die Sie hier auf dem lokalen System erstellen, automatisch in den Dropbox-Ordner kopiert. So, ich öffne das jetzt mal. Hier sehen Sie den Dropbox-Ordner vor sich. Ja. Den ich auf C Dropbox installiert habe und einfach mit dem Attribut Laden dazu. Okay. Das bedeutet, wenn ich hier auf unserem lokalen System eine Datensicherung erstelle, wird die automatisch dann in diesen Ordner rüber kopiert. Also das ist diese zusätzliche Datensicherung. Das Interessante oder das Coole an der Geschichte ist es, was macht die Dropbox, wenn hier eine neue Datei reinkommt. Oder ich mache das einfach mal. Ich sage hier Datensicherung. Erstelle Datensicherung von heute. Jetzt wird die Datensicherung erstellt. Und wir sehen gleich, was passiert. Nach dem Erstellen der lokalen Datensicherung, die wir in unserem Backup-Ordner ja befindet, hier, die wir jetzt hier haben, so, ich schiebe das mal ein bisschen auf die Seite. Sehen Sie, es wird automatisch diese Datensicherung nun in den Dropbox-Ordner kopiert. Die Dropbox wiederum macht nun Folgendes. Sie nimmt diese Datensicherung und kopiert sie in die Cloud hinein. Das heißt, die kopiert das irgendwo ins Internet rein auf ihren Online-Speicher. Und wenn Sie dann ein grünes Häkchen davor haben, dann wissen Sie, dass die Datei erfolgreich in die Cloud gesendet wurde. Und solange Sie hier noch ein blaues kleines Symbol bei der Datei hier haben, dann wissen Sie, die Datei wird gerade noch abgeloadet, also ins Internet hochgeladen. Okay. So, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dieser Vorgang, den haben Sie jetzt im Laden ja durchgeführt. Das heißt, Sie haben im Laden auf Datensicherung geklickt. Die Datensicherung wurde geladen, also erstellt, in den Dropbox-Ordner kopiert. Und je nachdem, wie schnell Ihre Internetgeschwindigkeit ist, ja, und je nachdem, wie groß die Datensicherung ist, kann es natürlich sehr, sehr schnell gehen oder kann es etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht genau wissen, ob die Datei bereits erfolgreich hochgeladen wurde, können Sie einfach rechts unten in der Taskleiste neben dem Windows auf den kleinen Pfeil klicken und dann haben Sie ein Dropbox-Symbol dort, das Sie per Doppelklick anklicken können. Und wenn Sie das tun, öffnet sich der Dropbox-Ordner. Und in dem Dropbox-Ordner sehen Sie dann den Status der Datei, ob der erfolgreich hochgeladen wurde oder ob sich die Datei noch im Upload-Modus befindet. Soweit, so gut. Sie sollten natürlich, wenn Sie die Datensicherung zu Hause brauchen, so lange warten, bis die Datei natürlich erfolgreich in die Cloud, also hochgeladen wurde. Denn nur wenn sie in der Cloud erfolgreich hochgeladen wurde, können Sie diese Datei auch zu Hause oder an einem anderen Rechner auch herunterladen. Das ist wiederum komplett einfach. Das heißt, wenn Sie den Rechner zu Hause starten, ja, und Sie natürlich auf diesen Rechner auch die Dropbox installiert haben,
Und sich natürlich, und das Verzeichnis, also das Installationsverzeichnis der Dropbox, genauso heißt wie im Laden. Deswegen empfehle ich Ihnen, das auf C zu tun, ne? Auf Ihrem Laufwerk C, denn C-Laufwerk hat jeder. Dann prüft Ihr gestarteter Rechner, gibt es denn etwas Neueres in Ihrem Dropbox-Konto? Das heißt, ist eine neuere Datei da? Und wenn dem so ist, wird diese Datei automatisch aus der Cloud, also aus dem Internet, heruntergeladen und auf Ihren lokalen Rechner gespeichert, in den von Ihnen vordefinierten Verzeichnis, hier Dropbox Laden in unserem Beispiel. Und natürlich müssen Sie auch an dem Rechner zu Hause in den Systemeinstellungen auch den Pfad zur Dropbox hinterlegt haben. Hierzu wieder Administration, Systemeinstellungen, Verschiedenes, und hier müssen Sie auch wieder auf diesen Pfad verweisen. Und jetzt wird es richtig cool. Beim Starten im Programm, zum Beispiel im Büro, sage ich jetzt mal, also zu Hause, überprüft Wavi Profi 3, gibt es denn Dateien oder Datensicherungen, die Sie noch nicht haben? Ich habe hier mal in unseren Beispielen den 27., den gibt es hier auf beiden, aber 26, 25, 24, 23 und 21 hier, 19, 18, 17, 16 gibt es alles nicht. Das heißt, diese Dateien müsst ihr normalerweise nun synchronisieren. Wenn wir nun in Wavi Profi 3 auf Datensicherung klicken, prüft Wavi Profi 3, gibt es denn Datensicherungen in der Dropbox, die noch nicht auf Ihren lokalen Systemen vorhanden sind, wie in unserem Beispiel. Hier hat er ein paar Stück gefunden, sagt er, pass mal auf, die habe ich gefunden und die habe ich auch jetzt kopiert. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir hier nun, dass wir in unserem Backup-Ordner von unserem Programm, also im Büro, nun auch die Datensicherungen 26, 25, 24 und so weiter, also das heißt die ganzen fehlenden Dateien haben, natürlich auch die neueren. Und diese können Sie nun ganz, ganz bequem ins System laden, indem Sie die Datensicherung anklicken und sagen, hier lade Datensicherung, und damit ist alles gut. Das heißt, für alle diejenigen, die Daten per USB-Stick, wie auch immer, von A nach B transportiert haben, ist das jetzt eine sehr, sehr schöne, komfortable Möglichkeit, die nur noch mit zwei Klicks zu bedienen ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dieses Feature gefällt Ihnen.